Meine Sepsis liegt vor, wenn im Zusammenhang eines Infektes es zu einer generalisierten Entzündungsreaktion im Körper kommt, so dass der Patient begleitend zu der Infektion noch eine Organdysfunktion entwickelt. Am häufigsten liegt oder entwickelt sich die Sepsis bei Patienten, die auf dem Boden einer Pneumonie eine Bakteriämie entwickeln. Das heißt, die Bakterien gehen dann von der Lunge in die Blutbahn oder deren Toxine. Und dieser Zustand induziert eine generalisierte Entzündung im ganzen Körper, die in der Regel mit einer Organdysfunktion einhergeht. Die Sepsis ist tatsächlich sehr gefährlich und auch sehr oft. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland ist das so, dass wir jährlich 280.000 Menschen mit Sepsis haben. Die Sepsis wird behandelt mittels Antibiotikagabe bei Menschen, die einen Infekt entwickeln und Organdysfunktion, aber auch mit Infusionslösungen und mit organsupportiver Therapie. Das heißt, wenn der Patient nicht mehr atmet, wird der Patient beatmet oder wenn er nicht ausreichend atmet, wieder beatmet. Wenn die Nierenfunktion sich verschlechtert oder sistiert, kommt der Patient an die Dialyse. Und wenn der Blutdruck sinkt und der Patient instabil wird, wird der Patient mit kreislaufunterstützenden Medikamenten therapiert.